Willkommen bei meinem nächsten Teil vom OpenGL Tutorial. Diesmal geht es um Texturen laden, also Bilder laden, um als Textur zu verwenden. Und wie das Ganze aussehen soll, seht ihr hier schon. Einmal natürlich statt ein Triangle wie angekündigt eine Plane und die kann man genauso wie vorher auch frei transformieren. Lichteffekte sind auch mit drauf und das ist einfach nur mein schnelles Bild, was ich reingeladen habe. So, wie das Ganze jetzt aussieht und funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes ändere ich mir einmal hier oben den Titel in die 6 und lösche einfach mal das raus. Das ist ja jetzt mir egal. So. Als allerersten Schritt, was erstmal natürlich das erste, was wir machen sollten, ist die Plane einbauen. Dazu gehen wir, wo habe ich sie? Hier in unsere Methode Triangle. Ich lasse die jetzt fälschlicherweise einfach mal nicht Triangle, sondern ich nenne jetzt einfach Quad. Ist ja erstmal egal, ob sie, wie sie jetzt heißt. Es ist ja GL Quads, also nehme ich es jetzt einfach GL, einfach nur Quad. Ist nicht ganz richtig, aber lassen wir mal so. So. GL Quads. Und so, als erstes geben wir jetzt mit GL Normal 3F die Richtung der Normalen an. Und da muss ja, ruckelt gerade ein bisschen. 0,0, so. Das heißt, unsere Normale zeigt entlang der Richtung der Y-Achse, ganz normal vom Kamerasystem. So, apropos Kamera. Ich habe festgestellt, dass wir hier mal am besten eine 0 eintragen, dann ist das nicht ganz ein bisschen verzerrt, dann liegen wir auf der gleichen Höhe wie der Mittelpunkt der Plane. Das sieht dann immer ein bisschen schöner aus. So, ich lasse die Farbe jetzt einfach mal raus und überspringe da jetzt, also da lasse ich jetzt immer gewollt eine Leerzeile zwischen, warum seht ihr später. Vertex 3F, wir definieren jetzt also wieder 4 Vertices. Der erste ist mit minus 1, minus 1, minus 1. Ich kopiere mir die Zeile einfach mal eben auf die Schnelle, das ist, dann brauche ich nicht so viel tippen. Wie gesagt, ich lasse gewollt immer eine Leerzeile dazwischen. Ich nehme die immer hier mal raus, damit man so ein bisschen das besser erkennen kann, so. Diese Leerzeilen sind, wie gesagt, gewollt, da kommt später noch ein neuer Befehl mit rein, den wir für die Texturierung brauchen. So, der nächste ist bei den beiden Werten weg. Entschuldigung, der erste hat in der Mitte natürlich auch eine 1, sonst macht das keinen Sinn. So, bei den nächsten beiden taucht hier eine minus 1 und das geht weg. Und bei dem vierten Wert haben wir die 3 mal die minus 1 drin stehen. So, wenn wir das jetzt rendern, sehen wir eine Plane. Genauso wie es sein soll. Ihr könnt sie genauso bewegen. Alles ohne Problem. So, die sieht natürlich jetzt ein bisschen langweilig aus. So ein schlichtes, einfaches Grau. Wie gesagt, ihr könnt hier den wieder Farben geben. Und im nächsten Schritt, was wir jetzt machen wollen, ist Textur. Dazu natürlich der erste grundlegende Befehl, GL Enable, wie wir ihn schon öfters benutzt haben. Und diesmal sagen wir in GL Enable nicht, dass wir irgendwie was Licht haben wollen, wie wir es halt Block tiefer gemacht haben. Wir nehmen GL Texture und wenn ihr jetzt euer Code Completion auch mal so fände, die benutzt, da gibt es verdammt viel Auswahl, verdammt viele Möglichkeiten. Irgendwelche Extensions sind da drin. Wir wollen in diesem Fall Texture 2D. Warum 2D? Natürlich haben wir eine 2D-Textur. Das macht natürlich den Sinn, 2D zu nehmen. So. Damit haben wir OpenGL mitgeteilt, liebes OpenGL. Wir möchten an dieser Stelle gerne eine Textur benutzen können und haben das Raum hier angeschaltet. Wenn ich das an dieser Stelle anschalte, weise ich darauf hin, dass das für das gesamte Programm gültig. Ich kann es bei Bedarf an- und wieder ausschalten, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, für einzelne Objekte. Wenn zum Beispiel mehrere Quads in der Szene sind, kann ich genauso für jeden Quad die Texturmöglichkeiten anschalten und auch das Lightning kann ich wieder an- und ausschalten. So, der Übersichtshalber gehe ich jetzt einfach mal hier darüber. Ich baue eine neue Methode, die nenne ich einfach GenTexture und übergebe FileName. Da fehlt ne. So, FileName. Die Methode wird jetzt ein bisschen länger. Naja, länger nicht unbedingt. Sie ist recht kurz, aber in dieser Methode steckt die gesamte Logik drin. Wir holen uns ein Objekt Image und jetzt nutzen wir Pygame. Pygame liefert uns die Möglichkeit mit, über Image eine Datei einzuladen. Und wir wollen natürlich die Datei aus dem Parameter einladen.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, das einzuladen. Eine, die mir spontan einfällt, ist Python Image Library, PIL. Link dazu findet ihr noch in der Videobeschreibung. Und ansonsten empfehle ich euch einfach, wenn ihr ePyGame benutzt und nicht irgendwie was Extravagantes noch mit den Images machen wollt, bevor ihr sie benutzt, reicht eigentlich das PyGame vollkommen aus. So, jetzt konvertieren wir noch das Alpha passend. Dazu rufen wir die Methode convert Alpha auf. So, jetzt haben wir das Alpha passend für OpenGL quasi konvertiert, sodass es in unser Programmkonzept reinpasst. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in den Texturen halt keine Bilder wirklich reinschmeißen können. Dazu müssen wir erstmal die Daten auslesen. Ich nenne das Ding einfach jetzt Data, Daten, und wir holen uns quasi die Information pro Pixel als String heraus. Natürlich aus dem Bild IMG. In dem Format RGBA. Hier ist natürlich wichtig, dass wir RGBA nehmen. Wenn wir das A weglassen und nur RGB nehmen, dann verlieren wir unsere Alpha-Information, was eventuell manchmal gewollt sein kann, manchmal auch nicht. Ich persönlich finde es immer schöner, wenn man ein bisschen Alpha-Wert mit drin hat. Gerade wenn man nachher halbtransparente Bilder haben möchte. Man stelle sich vor, irgendwie ein User-Interface oder im 3D-Spiel, wo dann halt so ein HUD drüber liegen soll und da so ein bisschen mit Alpha-Werten drinnen mit haben, das natürlich schon, macht optisch schon ein bisschen mehr her. So, jetzt haben wir uns die Daten des Bildes in einer für OpenGL lesbaren Form geholt. Jetzt wollen wir uns eine Textur generieren. Dazu nehme ich jetzt, weil ich es später nochmal brauchen werde, eine Klassenvariable an, save.texture, und fülle diese mit GL Gen Textures, hier sieht man das schon, und sage, so, ich möchte eine Textur erzeugen. Wenn ich hier mehrere reinschmeiße, dann werden mehrere Texturen erzeugt und wir bekommen halt ein Array am Ende raus. In diesem Fall, da wir auch nur eine Plane haben, laden wir halt auch nur eine Textur ein. So, jetzt kommt ein wichtiger Schritt. Mit GLBind Texture können wir OpenGL erzählen, so, liebes OpenGL, wir haben hier eine Texturvariable, nämlich die, die wir in Zeile 17 erzeugt haben. Binde die doch mal so in dein Programm ein, dass wir sie lesen und schreiben können. Und zwar binde sie genau an diesen Parameter ein, nämlich Texture 2D, was wir unten ja schon angeschaltet haben, und als Parameter self.texture. Damit liegt jetzt an diesem speziellen Speicher für Texture 2D, der gerade aktiv ist, unsere Textur drinne, die jetzt im Moment natürlich noch leer ist. Das wollen wir jetzt einmal ändern. Dazu nutzen wir von Glue Build 2D Mid-Maps. Mid-Maps sind ein Bild, wo halt verschiedene Skalierungen des Bildes schon mit drinne sind. Googelt danach mal, ich habe auch einen Link dazu in die Videobeschreibung reingetan. Ist ein ganz interessantes Konzept, wie ich finde. Wird auch häufig angewendet. Und so eine Mid-Map wollen wir jetzt gerne generieren. Dazu natürlich wieder, wo liegt und wo wollen wir sie generieren? In Texture 2D. Das Nervige hier dran ist immer das Großtippen von allen Buchstaben. Ich gebe jetzt hier Mid-Map Level 3 an. Mid-Map Level 3, wenn ihr bei Wikipedia mal kurz reingeguckt habt, den Link geklickt habt, dann wisst ihr, was Mid-Map Level 3 ist. Jetzt kommen zwei Parameter, nämlich die Höhe und ne, die Breite und die Höhe in der Reihenfolge. Dafür danken wir jetzt mal Pygame, dass sie uns zwei Methoden dafür bereitgestellt haben, nämlich getWidth und image.getHigh. Habe ich mich vertippt? Ne, habe ich nicht. So, im nächsten Parameter geben wir an, was für Informationen wir haben. Das ist GLR GBA, also das gleiche, was wir hier oben auch ausgelesen haben. Und das Ganze haben wir bekommen als GL Unsigned Byte. So, und als der letzte Parameter, nachdem wir jetzt diese ganz anderen Parameter alle gefüllt haben, geben wir an, wo liegen denn eigentlich die Informationen, die wir verarbeiten wollen. Und die liegen in diesem Fall unter Data. Jetzt kommen noch zwei Methoden zur Parametrisierung. Textparameter f, GL Texture 2D, wie eigentlich jedes Mal, GL Text, jetzt komme ich schon nicht mehr, kann ich schon mehr tippen, also bitte jetzt entschuldigen,
Texture Min-Filter. Was genau die bedeuten, googelt danach. Also es würde jetzt auch die Tiefgründigkeit oder die Tiefe dieses Videos sprengen, als das, was ich mir dafür vorgestellt habe. Geht grob darum, wie die parametrisiert werden sollen. Es gibt auch noch so Sachen wie an den Rändern abschneiden, wenn die Textur größer ist als das. Und das ist die runter, im Endeffekt grob gesagt, Einheiten zur Skalierung. Linear. So. MIP, Map. So, das ist der erste Parameter. Und das Ganze brauchen wir jetzt nochmal. Da wir hier die letzten beiden Parameter ausfiltern, ausändern, Mag-Filter und hier kommt einfach nur GL-Linear rein. So, wie gesagt, für die beiden nehmt sie erstmal so hin, das erkläre ich eventuell später nochmal in einem tiefergehenden Tutorial-Video, was dann danach kommt. Erstmal, damit funktioniert es. In unserem speziellen Fall hier. Eigentlich reichen die auch für die meisten Fälle aus. Es gibt noch welche, die nennen sich dann Clamp, das wäre dann zum Beispiel abschneiden. Was soll passieren, wenn ich nur ausschnittweise was darüber haben will, um Ecken herumlegen und solche Geschichten hängen damit zusammen. So, jetzt haben wir das alles schon schön geschafft. Jetzt, bevor die Game Loop aufgerufen wird, möchten wir natürlich diese Methode auch aufrufen. Und ich habe hier image.png, das zeige ich nochmal eben einmal schnell, in den gleichen Ordner, wo sie liegen, einfach mal zweimal die Textur eingepackt, mein Logo, einmal als JPEG und einmal als PNG. Einfach, es gehen beide, ich nehme jetzt die PNG und ich drücke jetzt mal auf Starten und wir bekommen eine Fehlermeldung, das bitte ich mir eben zu entschuldigen, jetzt muss ich mir eben einmal ganz schnell gucken, wem reden, wo ist da was schiefgelaufen. In dieser Zeile. Richtig, das muss eine Methode sein. Das bitte ich zu entschuldigen, hier habe ich die beiden Klammern vergessen. Jetzt klappt es und wir sehen nichts. Es sieht noch genauso aus wie vorher. Wir haben leichte Lichtveränderungen, wenn wir das Objekt bewegen. Und das liegt daran, dass wir diesem Ganzen jetzt noch nicht gesagt haben, liebes OpenGL, nutze auch für dieses Objekt das. So, ich finde es immer schön, wenn man hier das nochmal mit, jetzt habe ich das ganz mit dieser Ding mit der 0 hier drinne leer setzt und sagt, entbinde die wieder, die Textur bleibt ja gespeichert. Ich lasse jetzt erstmal weg, einfach, dann brauchen wir es gleich nicht wieder neu binden, weil sie ist ja noch gebunden. So. Springen wir zurück zu unserer ehemals Triangle-Methode, jetzt Quad-Methode und jetzt wollen wir diese 4 Leerzeilen, die ich hier gelassen habe, sinnvoll füllen. Und zwar geben wir in diese Leerzeilen jetzt die sogenannten Textkoordinaten an, in 2D-Format. Stellt euch das Bild vor, ich öffne das am besten einfach mal ein Bild und der 0,0-Wert wäre zum Beispiel hier oben, wo mein Mauszeiger jetzt ist. Das ist 0,0 in 2D-Koordinaten. Dann haben wir hier drüben auf der anderen Seite x1, 0, hier unten und hier. Also so rum gehen wir jetzt mit den Koordinaten. Ihr könnt euch vorstellen, dass denn 1,1 hier liegt und 0,1 liegt hier. So, das Ganze tragen wir nämlich jetzt hier auch ein. Das ist denn GL Text Chord 2, nicht 3, F. Wie gesagt, die F für die Float-Werte wieder. Und jetzt tragen wir genau das ein, 0,0 und 0,0. Ich kopiere das einfach wieder, weil gleiche Methode tippen. So, jetzt hatte ich ja eben gesagt, dass der nächste Wert hier eine 1 stehen hat, da eine 0. Dann als nächstes haben wir den 1,1-Wert. Und ganz hinten auf der ganz anderen Seite haben wir die 0,1. So, und wenn wir jetzt unser Programm starten, sehen wir haben die Textur eingeladen. Sie wird mitschattiert. Wenn ich das Objekt umdrehe, ist es auch spiegel, also gespiegelt auf der Rückseite, sieht man es von hinten. Und das ist jetzt so der Trick, hier das einzuladen. Wie gesagt, das ist jetzt nur für eine Textur und für ein Objekt. Ihr müsstet für jedes Objekt, denken wir jetzt mal eine Objektorientierung, ihr habt eine Szene und habt also ein Mesh eingeladen oder eine Plane, irgendeine Hintergrundszene, irgendetwas, euch jedes Mal wieder vorstellen,
dass ihr zu jedem Objekt immer diese Textur speichern müsst. Das heißt, für jedes Objekt irgendwie ein Konstruktor mit drin, wo ihr den Filename eingibt. Ihr erzeugt für jedes Objekt eine Textur, die dann auf der Grafikkarte liegt. Wie wir es auch jetzt hier oben gemacht haben, ladet das Bild ein und haltet die im Speicher. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier das wieder entladet danach, also dieses Bind, was ich eben hatte, dieses Bind hier einsetzen mit 0 hinten dran und ihr wollt es hier unten benutzen, dann müsst ihr hier, wenn ihr es wieder habt, vorher, wichtig, vor GL Begin und nach GL End, das wieder einmal mit GL Bind reinladen und einmal danach wieder entladen, damit nicht andere Objekte auf die falsche Textur zugreifen und es zu irgendwelchen Seiteneffekten kommt. Wollt ihr ein Objekt gar nicht texturiert haben, vor dem Objekt am besten auch noch wieder GL Disable Texture 2D aufrufen. Wenn ihr es wieder haben wollt, GL Enable. So, was ich jetzt noch machen will, ich habe jetzt das PNG gehabt, ich wechsle jetzt mal auf das JPEG, einfach um euch zu zeigen, dass das auch mit JPEG-Bildern funktioniert und siehe da, das JPEG-Bild ist mit drinne. So, das war es einmal zum groben Einladen von Texturen. Links, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung zu der Python Image Library, zu Mipmaps bei Wikipedia. Genauso findet ihr diesen Quellcode auch verlinkt. Ihr müsstet euch nur selber, das was ich nicht mit hochladen werde, ist das Bild. Dann müsstet ihr einfach selber euch ein Bild schnappen, das einfach image.png.jpg nennen oder halt anders und im Quelltext umbenennen, aber den Quellcode kriegt ihr von mir zur Verfügung gestellt. Mein Logo stelle ich euch in diesem Moment nicht zur Verfügung. Da bitte ich um Nachsicht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Viel Spaß beim Nachprogrammieren und im nächsten Teil sehen wir uns dann, sprechen wir uns, hören wir uns dann wieder beim OpenGL-Tutorial. Dankeschön. Ciao.